Knapp 300 Zuschauer sahen ein spannendes Topspiel in der ersten Kreisklasse Süd B, in dem es die TSG Dissen gerade in der ersten Hälfte versäumte, gute Chancen zu verwerten. Emre Tutschbillig brachte die Hausherren in Führung. Am Ende durften sich die Blau-Weißen aber bei ihrem Kipper Marius Welp bedanken, der mit einer Glanzparade die drei Punkte festhielt. Welling-Trainer Dieter Menkhaus musste auf mehrere Stammspieler verzichten, darf also trotz der Niederlage mit der gezeigten Leistung zufrieden sein. Ja, Marc Neid neben mir, Marc, gerade halt es. Wir sind alle Dissener Jungs, Spitzenspiel gewonnen gegen TV Wellingholzhausen 1:0. Erstmal Glückwunsch dazu. Aber du wirst mir sicherlich recht geben, wenn ich sage, ihr habt euch nachher zu viel in Einzelsituationen verstrickt und habt es eigentlich nicht sauber ausgespielt, weil dann hätte es vielleicht auch 2-3-0 ausgehen können. Das ist leider der Dissener Weg. Ne? Also die Jahre lang, vom Jugend aus, ist immer diese 1-gegen-1. Die wollen immer die 1-gegen-1 haben. Wir haben dann versucht, über die Zeit, dass wir jetzt mit den Jungs trainiert haben, miteinander zu spielen. Aber manchmal hast du die Situation, wo du 1-gegen-1 musst. Ja, und dann müssen die natürlich wegmachen. Ne? Ja, ich würde fast behaupten, wenn ihr das noch reinkriegt, also das ist permanent ausspielt, Spiel für Spiel, dann seid ihr eigentlich nicht zu stoppen und dann ist das Ziel Aufstieg in die oder Rückkehr in die Kreisliga Süd realisierbar. Ja, muss sagen, nicht vergessen. Ne? Wir haben nur 12 Spiele hinter uns mit dieser neuen Mannschaft. Das weiß jeder Trainer, das dauert. Ne? Das dauert eine gute Zeit, bis die Mannschaft zusammengeschweißt sind, ja, und miteinander spielt. Ja, ja. Und die Jungs sind bereit, den Weg zu gehen, sonst werden sie auch nicht alle zurückgekehrt. Ja, mal hoffen, ne? Mal hoffen, die Winterpause kommt. Vielleicht kommt vielleicht der ein oder andere noch dazu. Mal gucken. Ja. Vielleicht wird es in diesem Bereich auch noch die ein oder andere gehen. Wer weiß. Ne? Also auf dieser Ebene ist immer das Gefahr, das Risiko, dass einer springt von hier von A zum B. Aber hoffentlich kann die Jungs weiterentwickeln, ja, dass wir dann nach vorne spielen. Und bei so einer starken Mannschaft eigentlich müssen wir eigentlich von keiner verstecken. Ja, und die Zuschauer spielen auch wieder mit in Dissen. Es ist wieder mehr los als in den vergangenen Jahren. Ja, das habt ihr heute gesehen. Ja, die sind alle jetzt dabei und dann kommt noch mehr dazu jetzt. Und besonders von den Jungen. Ja, die kommt euch jetzt der erste Ernst zugucken und das kann nur ein Plus sein. Ja, dann wünsche ich euch alles Gute auf dem Weg zurück in die Kreisliga Süd. Feiert noch ein bisschen, habt ihr euch heute verdient. Okay? Alles klar.